Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich baue mich hier irgendwie immer weiter zu. Das Ding hier ist bald Geschichte und ich habe heute mal mein iPhone mit drin. Aber ich möchte heute erstmal mit euch einen Account entstauben. Ja, Account entstauben. Also, wenn ihr ja so Folgen von mir seht, dann ist das meistens Rathaus 13, Rathaus 14. Sehr selten auch mal ein 11er oder überhaupt tiefer. Aber es liegt ja im Moment nahe. Wir hatten ja das Update. Und haben da ja neue Supertruppen, die wir natürlich auch verspenden können. Ob sich das dann lohnt oder nicht, das wollen wir heute mal feststellen. Ich würde ganz gerne jetzt den Account wechseln. Ich gehe mal auf einen, ich glaube, ich gehe mal auf einen Rathaus 10. Was mir aufgefallen ist übrigens, wenn man hier wechselt, dass hier jetzt an der rechten Flanke die Pokale stehen. Okay, da kann man mal sehen, mit wem muss ich eigentlich noch ein bisschen leveln. Und mit wem oder wen habe ich länger nicht gespielt, das steht hier leider nicht. Aber egal, wir nehmen heute mal den frei. Wir nehmen heute mal den frei. Den habe ich echt länger nicht gespielt. Das Update ist da. Und der frei ist auch eigentlich planlos, würde ich fast sagen. Ihr seht, die Minen und Sammler sind rappelvoll. Also erstmal den ganzen Staub von den Account wegmachen. Und dann rufen wir den mal wieder ins Leben. Ihr könnt euch sicherlich noch erinnern, der frei ist einer meiner. Es ist schon etwas her, geklauten Accounts. Das heißt also, der mal in einer anderen Hand war. Und ja, mit dem habe ich wirklich schon ziemlich lange nicht gespielt. Ich glaube, mal gucken, ob es hier überhaupt. Es gibt doch keine Logs mehr. Okay, das Defense-Log gibt es natürlich noch, weil ab und zu defense ich ja mal. Vor 22 Tagen und 10 Stunden das letzte Mal. Okay, also das Dorf war wirklich mal ein bisschen down. Ich meine, so lange jetzt auch nicht. Aber es gibt überhaupt keinen Attack-Log mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen was mit dem frei, dass der auch mal wieder, ja, dass wir den mal wieder ein bisschen aus der Versenkung bekommen. Ich hoffe, das freut euch ein bisschen. Rathaus 10 Action. Ja, bei mir, ja, ich will jetzt nicht sagen unüblich ist, aber ich gucke mal gerade, was wir eigentlich am Start haben. Okay, ja, da passt in jedem Fall was rein und das passt eigentlich auch. Guck mal, eigentlich wollte ich das Event hier mit dem frei ganz gerne spielen. Sechs Magier, fünf Riesen, oh, passt ja ganz gut. Dann fragen wir mal eben an im Clan, den wir hoffentlich in den Bookmarks haben. Hier hauen wir mal rein und da gehe ich jetzt mal rein in den Clan. Ich habe ja, wie gesagt, das iPhone heute mal ein bisschen mit ins Bild genommen hier. Ich habe meine Connection verloren, ja, Connection noch mal lost. Okay, warte mal. Ah, da kommt sie, die Connection. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört über die Lautsprecher oder so. Da kommt meine Connection. Ich muss hier umloggen auf den Avatar. Wartet, gib mir eine Sekunde. Und dann bin ich sofort da, denn mit dem Thorsten habe ich gar keine Rechte hier. Der Toto hat gar keine Rechte. Nur der Avatar. Na. Okay, damit wären wir jetzt im kleinen Herausforderer. Und dann können wir hier auch loslegen. Ich will mal eben kurz mal die Sachen hier voll machen beim Sex Pistol. So, und die Hox lassen wir gleich laufen, nachdem wir was gemacht haben. Also, wir wollen ja mal feststellen, die neuen Supertruppen oder die neue Supertruppe, erstmal Bowler in der Clanburg. Ich weiß nicht, ob die Miner da so einen Übersinn machen, will ich mal so sagen. Aber wir fordern einfach mal an. Und wir sind hier ganz, ganz leer. Und Boden, Tagesquest, whatever. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht whatever haben, sondern wir wollen das Ding haben hier. Wir nehmen mal Gift von ihm mit. Oder ein Frost. Eigentlich ist mir ein Gift immer lieber bei Rathaus 10. Denn das Problem ist, wenn plötzlich die Super Minions auf dich zukommen, dann reicht dein Gift nicht mehr. Da musst du die noch dreimal frosten. Und das ist ein bisschen leidig. Entschuldigt bitte. Was ist denn hier eigentlich der Super Bowler? Wieso kann ich den Super Bowler hier gar nicht wählen? Achso, die sind hier hinten, alles klar. Die sind hier hinten, okay. Zum Super Bowler würde natürlich noch ein Bowler passen. 30 Platz, 35, okay, wir haben nur 35 Platz. Dann nehmen wir noch einen Riesen mit dabei. Und dann lassen wir uns das eben mal spenden hier vom Toti. Der hat das Zeug ja alle so parat. Und kann jetzt auch mal nachbauen. Einen Super Bowler und eine Karre, dass wir die gleich auch wieder haben. Einmal da, einmal da, einmal da und natürlich auch ein Zauber. Jetzt haben wir einen Giftzauber, haben wir zwei Giftzauber. Ja, wir haben ja zwei Giftzauber. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Und ihr seht, bei Rathaus 10
bekommt ihr die Supertruppe nicht höher als auf Level 4 gespendet. Ich meine, er ist auf 6 Max-Level. Und aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Mal sehen, ob der was taucht. Wir holen uns mal eine nette Base. Ich habe eigentlich eine komische Truppe am Start und weiß auch gar nicht, wie die handeln sollen. Mal sehen. Wir gehen mal rein. Dafür sind diese Videos ja da, dass man mal reingeht und mal guckt. Taugen die nichts? Sollte man die anders irgendwie positionieren, beziehungsweise vielleicht doch was anderes in die Clanburg nehmen als die neuen Supertruppen? Nur weil sie ja super sind, sind sie nicht unbedingt super in jeder Clanburg. Ich glaube zur Defense, ich weiß nicht, diese Superbowler in der Defense, ich glaube, das ist nichts. Die taugen wirklich nur für die Offense. Und oder man guckt sich seine letzten Angriffe an und stellt fest, Mensch, die greifen mich immer mit Bodentruppen an. Dann könnte es natürlich doch was bringen. Aber, oder ist ja viel zu einfach, aber der hätte mir einen Adler gebracht. Aber so eine Base hier, die ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Die ist so ein bisschen auf meinem Niveau. Ist nur die Frage, wie kann man hier eigentlich vorgehen? Und zwei Heiler. Okay. Toto, zwei Heiler. Schwierig. Aber ihr seht, auch meine Helden sind noch nicht so hoch. Und wir brauchen Dunkles. 4.996 für mich. Nehme ich mit. Also nehmen wir hier mal die Riesen mit rein. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann nehmen wir mal zwei Heiler mit dazu. 1, 2, 3 von denen. Die Karre hier gesetzt. Mal sehen, dass das nicht alles ganz so auswärts nach auswärts geht. Und die nächsten Truppen müssen in jedem Fall mit reingehen. Das sind hier die Walküren. Das sind hier die Hexen. Das ist hier mein Kick. Nochmal die drei Bowler hinterher. Daran denken, wir haben ja Bowler in der Clanburg. Hier können wir schon mal ein bisschen die Helden kaputt machen. Also die gegnerischen Helden. Und da kommen jetzt auch schon die Infernos hinbei auf Single. Okay. Hier hinten könnten wir vielleicht rüberspringen. Mal sehen, ob wir hier in der Mitte eigentlich noch genug Truppen haben. Das sieht aber noch ganz gut aus. Und wir wollen ja auch den Super Bowler sehen hier. Sehen wir den? Wo ist er? Da ist er. Er ist der Größte hier. Er ist der Größte und matcht hier echt alles durch. Boah. Okay, der Kollege matcht einfach mal alles durch hier. Ich weiß nicht, ob der jetzt bevorzugt geheilt wird, aber er ist immer noch da. Ihr seht ihn hier, er ist immer noch da. Das ist nämlich der mit den Augenklappen. Und der King muss hier jetzt ein bisschen regeln. Aber der Bowler ist immer noch am Start. Und wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen cleaner machen können. Aber wir wollen ja den dicken Super Bowler sehen. Oh, der hat echt überlebt. Der hat echt überlebt, Leute. Und ist in jedem Fall eine Option. Okay, Base hatte jetzt keine Clanburg, aber dennoch seht ihr hier mit den Riesen, mit den Bowlern. So schlecht ist die Taktik gar nicht. Haben wir in jedem Fall gemacht. Und jetzt haben wir. Jo, ich möchte immer noch Potenzial haben. Endlich mal wieder eine Liga. Okay. Endlich mal wieder eine Liga. Sehr schick. Mal was viel Schaden macht. Danke sehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 macht viel Schaden, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich würde fast sagen, die Quick Train wir mal nach. Ich weiß nicht, ob die Miner so gut sind in der Clanburg hier. Ob die wirklich was taugen, aber wir können ja mal hier eben beim Freigucken, was wir eigentlich noch so offen haben an Elex-Sachen, die wir bauen müssten. Ich glaube, ich muss hier nichts mehr bauen. Aber mal sehen, ob wir was forschen können. Dunkles, okay. Ah, der Golem. Ich möchte aber ganz gerne erstmal die Helden hoch haben. Deswegen nehmen wir, glaube ich, ruhig eine Elex-Truppe. Dann haben wir was. Ah, 4 Tage auch nur. Naja, 4 Tage. Immerhin. So ein bisschen. Und eben mal so ein bisschen aufräumen hier auch in der Base. Das habe ich auch schon länger nicht mehr getan. Wir haben auch nichts mehr gebaut hier. 6 Mille. Mal gucken, was wir da eigentlich für machen können. Das teuerste mache ich ja eigentlich immer. Ist das Town Hall im Moment und der Archer Tower. 4 Millionen. Aber wir müssen noch einen Archer Tower nachmachen. Okay, warte mal. Wo ist denn jetzt? 2,5 nur. Ne, stimmt gar nicht. 3,5. 3, 2. Oh, wir müssen die noch nachbauen hier. Müssen die noch alle nachbauen. Und gehen hier auch mal durch. Leute, das ist ein bisschen normales Clash of Clans hier. Das, was ihr eigentlich auch immer so macht, ich denke, ihr macht das so, wenn ihr hier mal wieder auf so einen Account kommt, der echt lange nichts gemacht hat und die Dörfer so ein bisschen aufräumt, also Account entstauben, muss man hier machen. Ich wollte heute 2 Fliegen eigentlich mit einer Klappe schlagen, einmal den Account hier ein bisschen entstauben und mit euch die Supertruppe in der Clanburg mal testen, zumindest jetzt mal beim 10er. Bei den anderen ist das ja auch noch offen, also
Da seid gespannt, was da noch kommt. Ich werde auf jeden Fall so viel testen, wie geht. Und auf den Neuner habe ich jetzt verzichtet. Da wäre jetzt nur ein Bowler reingegangen. Ihr könnt mir das gerne schreiben. Ich habe den Zweisocken noch. Der ist nach wie vor Rathaus 9. Max ist auch absolut verstaubt. Und den könnten wir hier aber mit hinzuziehen, wenn es darum geht, dass der auch mal eine andere Supertruppe in die Klammer bekommt als Ballons. Denn mit den Neunern mache ich eigentlich nur Go-Lalon oder Go-Lalo. Go-Lalon heißt es, glaube ich. Und nee, stimmt gar nicht. Green Charge Lalo. Green Charge Lalo. Und deswegen habe ich da schon ewig nichts anderes mehr in der Klammer gehabt. Jetzt haben wir 8 Mille hier, können gar nichts mehr forschen. Oh, Mauern, oder? Oh, 177. Okay. Alles klar. 177 Mauern. Da haben wir ja noch Potenzial hier. Auf jeden Fall. Die Motivation, Leute, stirbt natürlich nie beim Rathaus 10. Gar keine Frage. Aber wenn es dann dem Ende zugeht, und das kann ich euch sagen, das kann ganz, ganz schnell gehen. Nicht, weil man jetzt vorjammt oder weil man jetzt plötzlich meint, man müsste rushen oder so, aber so ein Zehner geht schon, geht mittlerweile ziemlich schnell vorbei. Ich habe ja auch so ein bisschen Pass gespielt, glaube ich, oder? Nee, ne? Da stand gerade oben 340. Ah, ich dachte gerade. Ah, okay, ich dachte gerade. Mensch. Ich habe es gerade gedacht. So ein bisschen habe ich ja Anfang des Monats, 22 Tage her, habe ich ja doch gemacht, ne? So ein bisschen habe ich ja doch gemacht. Perks, Challenges. Ja, zwei Challenges habe ich gemacht. 200.000 Gold gesammelt, okay. Und nochmal Gold, alles klar. Ja, okay, die habe ich jetzt gerade eben gemacht. Und dann regen wir kurz durch. Ich lasse mir nochmal gleich spenden. Dann machen wir noch einen zweiten Angriff und dann checken wir mal, ob der Bowler nochmal so gut durch die Base geht oder nicht. Seid gespannt, bis gleich. Okay, Freunde, wir haben wieder eine volle Clanburg und ich habe jetzt gerade wieder auf die Videolänge geguckt. Der erste Teil, also bis zu meinem Schnitt, war jetzt 12:04 und so Folgen, die man einfach so macht, so wie na, tatsächlich ich sie im Moment mache. Ich mache einfach, ich spiele einfach Clash of Clans ganz casual mit euch und nehme dabei auf. Also mache ich jetzt nicht nur Cut, 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 Angriff, Angriff, Angriff. Ich meine, okay, der Rest ist Schmuck am Nachthemd. Tatsächlich zählen ja eigentlich nur die Angriffe, aber da weiß ich auch nicht, was ihr oder was euch lieber ist. Wollt ihr lieber dieses Casual Clashen oder wollt ihr wirklich, dass ich da auch Schnitte, Schnitte, Schnitte reinhaue und skip, skip, skip? Oder ist euch lieber, dass ich mal eine Sekunde überziehe? Ich meine, viele Videos, oh, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, Rathaus draußen, viele Videos, die über xx Minuten gehen, ich weiß, die guckt man immer noch nicht, außer es ist irgendwie eine Doku oder sowas, aber gerade im COC-Bereich bin ich auch ein bisschen raus und weil ich halt auch eher selten was gemacht habe, deswegen schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, falls ihr das Video hier seht und ich würde mich auch freuen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Viewer bekomme, also ist ja ganz natürlich, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schadet ja nie und sagt es einfach weiter, der Tod ist wieder am Start, womöglich auch heute Abend. Womöglich heute Abend am Mittwoch mit Clash. Dadurch, dass ich es am Montag schon nicht gemacht habe, das Update, Update-Stream etc., würde ich ganz gerne mit euch am Mittwochabend wenigstens ein, zwei Stunden mal wieder so ein bisschen Clash of Clansen, was auch immer. Und würde mich in jedem Fall freuen, wenn ihr mich so melden. Den müssen wir leider melden. Oder können wir das eigentlich aus dem Game machen? Den können wir nicht aus dem Game melden. Okay. Zerlegen wir den jetzt? Ist eigentlich doof, ne? Oder? Ist eigentlich doof, wenn man das so sieht. Sollte man eigentlich melden. Und eigentlich müssen wir mitnehmen. Ne, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ist mir zuwider. Tut mir leid, ist mir zuwider. Und dann ist mir lieber so, dass wir auch den wegskippen. Also, aber eigentlich müsste so ein Account gemeldet werden. Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Den schicke ich gleich einfach mal in den Supercell-Account. Den schicke ich gleich einfach mal Supercell und muss aber jetzt erstmal die Base finden. Ich gucke immer, wenn ich übrigens immer so gucke, dann gucke ich immer auf meine Tastatur, auf meine F9-Taste, denn die F9-Taste ist die Taste, wo die Aufnahme kurz mal stillsteht, muss aber gar nicht. Der hat wieder keine Infernos, weißt du? Ich will ja auch eine Base haben, die ein bisschen so ähnlich ist wie meine. So eine. So eine. So eine. Okay. Okay, wir brauchen viele, viele Mauern.
Wir brauchen dicke Infernos. Haben wir hier. Ich glaube, das ist eine Maxed Out Rathaus 10 Base. So will ich das mal sehen. 1,3 Millionen Gold. 1,25 Millionen Elixier. Alles für mich. Weiß ich nur noch nicht. Mal sehen, ob es alles für mich ist. Wir gucken mal. Wir setzen erstmal unsere Riesen. Eine Flanke hier. Und nehmen hier oben unsere Karre. 1, 2, 3. Die Päcker mit rein. Oh, ich habe ein paar Mauerbrecher dabei. Okay. Warum auch immer ich Mauerbrecher dabei habe. Und 8 Magier. Ach ja, das ist Event. Okay, Leute, das ist Event. Ich habe es jetzt geschnaggelt. Das ist Event. Und ich habe einen Heilzauber. Okay. Ja. Wir schauen mal, ob wir hier nicht irgendwie so reinspringen könnten Richtung Base. Dann nehmen wir einen Boot. Die Karre fährt da unten noch. Den nehmen wir auch mal in Boot. Das ist nämlich unser Superbowler hier unten. Den nehmen wir auch mal in Boot. Und jetzt nehmen wir auch, warte mal. Wo ist denn eigentlich? Nehmen wir mal in Heilung. Da kommen noch ein paar Riesen nach. Oh, meine Queen darf mir nicht sterben. Tut sie auch nicht. Hier unten ist der Multi. Und hier sind die gefährlichen. Auch vier defensive, fast vier defensive Gebäude auf einmal. Gefrostet. Mal sehen. Wo ist mein Superbowler? Da ist er. Gib alles. Er hat alles gegeben. Mit der Queen, mit den beiden Riesen wird das nichts mehr. Aber hier hinten habe ich noch meine ganze Päckermeute am Laufen. Okay. Ich schmeiße mal meinen ihn dahin. Oh, hier läuft auch noch ein bisschen was. Okay. Und 1, 2. Oh ne, da sind noch Skelette. Die mache ich auch weg. Dann muss ich jetzt mein Gift leider auch nehmen. Dann muss ich aber mein Gift auch nehmen, dass der King hier noch überlebt mit den Päckers. Mal sehen. Aber durchaus zu gebrauchen. Nochmal eine Bodenfalle. Okay, so ganz inaktiv kann er auch nicht sein. Denn er muss ja wenigstens einloggen, damit seine Fallen aktiv sind. Aber ich glaube, den haben wir ganz gut mitgenommen. Das ist locker eine Million von beiden. Und tut dem Fry hier natürlich in jedem Fall gut. Das Dunkle war jetzt nicht ganz so spitze, aber können wir mal so laufen lassen. Und kann ich auch lang gehen. Und aber ich glaube mit dem Superbowler, ich glaube, den kann man an. Mit dem kann man was anfangen in der Klammer, oder? Ihr wisst, unter dem Video sind Kommentare und ihr schreibt da nie was rein. Ist eigentlich schade. Ich bin inaktiv. Ah, ich bin noch inaktiv. Okay. Über 1 Million von beiden. Perfekt. Und wir haben auch den super. Okay, wir haben einen Sternbonus in. Wo sind wir eigentlich hier? Gold 1, ne? Heißt das hier Gold 1? Warte mal. Wir sind in der Goldliga 1. Ne? Ich meine, immerhin. Immerhin gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir nochmal nach. Und ja, das war so ein bisschen so mein erster Test. Habe ich heute Abend dran gedacht. Ihr seht, ich habe ja noch dieselben Klamotten an wie heute tagsüber. Bin aber nicht sitzen geblieben. Ich bin nicht sitzen geblieben, sondern. Ich hatte eine Idee, du musst jetzt was mit den kleineren Rathäusern machen, das wollte ich heute auch machen. Wir haben den Account hier entstaubt und ja, ich hoffe, das hat euch gefreut, auch mal wieder ein Rathaus 10 mit mir zu sehen. Wenn ja, dann lasst mir doch einfach ein Like da, abonnieren nicht vergessen und ja, ich hoffe, dass ich am Mittwoch irgendwie online kommen kann, also heute Abend. Vielleicht ein bisschen eher als 9 Uhr, je nachdem, Wetter ist ja eigentlich in Ordnung, aber es wird früh dunkel. Ja, es wird früh dunkel und da lässt sich natürlich schön munkeln und schön ein bisschen Clash of Clans streamen. Also seid gespannt, halt die Augen offen und dann sehen wir uns in weiteren Videos und wir sehen uns auf Twitch.tv. Link ist unten auch in der Beschreibung zu meinem Kanal. Den werde ich jetzt gleich schon mal anpassen auf den Midclash und dann hoffe ich, sehen wir uns. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Clash.